Eine weitere Beobachtung. Vielleicht kennen Sie dieses Bild schon. Das Bild ist aus dem Jahr 2005 und der Papst war gestorben. Und hier sehen Sie ein Bild von Gläubigen, die zur Aufbahrung des verstorbenen Papstes nach Rom gekommen sind. Und vielleicht sehen Sie, die habe ich extra so eingekringelt, die wenigen roten Spots, die beleuchtete Displays von Handys zeigen. Und kaum 8 Jahre später sah die Welt dann so aus. Das ist ein Bild aus 2013. Wenn man heute ein Bild machen würde, würde es genauso aussehen. Und Sie sehen, es wurde heller. Es war die Wahl von Papst Franziskus. Also ich meine das nicht kirchenpolitisch, gar nicht. Es handelt sich auch nicht um Kerzen, sondern es handelt sich um die Displays von Smartphones. An dieser Stelle könnte man festhalten, okay, digitale Technik ist omnipräsent. Wieder einen Schritt zurück könnte man fragen, was hat sich aber wirklich geändert durch diese Technik? Ja? Geht es wirklich nur um ein technisches Gerät? Naja, in jedem Fall geht es nicht um ein Gerät. Und hier sehen Sie eine Grafik, die zeigt, wie sich die Mensch-Computer-Relation bereits verschoben hat und weiterhin verschieben wird. Noch vor wenigen Jahren arbeiteten mehrere Menschen an einem Computer, sogenannte Terminals waren das, Banken zum Beispiel gab es, Versicherungen. Auch in Universitäten konnte man Rechenkapazitäten buchen. Und dann gab es den persönlichen Computer, den Personal Computer, also die 1-zu-1-Relation von Mensch und Maschine. Und heute genügt vielen von uns nicht mehr nur ein Computer, sondern mehrere. Man denkt dann an Smartphone, Tablet, Computer zu Hause, Computer im Büro und so weiter und so weiter. Aber es gibt noch mehr Computer. Ich meine damit auch die weniger sichtbaren Computer. Also wie zum Beispiel Motorsteuerung, Bremsassistenten im Auto oder auch zu Hause, denken Sie an die Heizungssteuerung, smarte Zahnbürsten, Kühlschränke und so weiter. All das sind Computer. Und das ist gemeint mit, wenn Sie diesen Begriff schon mal gehört haben, Internet of Things, IoT. Und danach ist ziemlich absehbar, dass in nicht allzu ferner Zukunft beinahe jeder Gegenstand des täglichen Lebens einen Computer enthalten wird und diese Geräte untereinander vernetzt sein werden. Und das alles meine ich, wenn ich von der Omnipräsenz von digitaler Technik spreche. Aber jetzt könnte man sich wieder fragen, geht es wirklich um Quantitäten, also um bloße Mengen und um ein technisches Gerät, oder geht es um eine neue Qualität von Technik? Und damit auch entsprechend mit dieser neuen Qualität von Technik um ein neues Verständnis von Mensch-Maschine-Interaktion. Und damit im Hinterkopf zur nächsten Beobachtung. Denn diese technische Vernetzung, die ich gerade erwähnt habe, erzeugt auch eine nie dagewesene neue soziale Vernetzung. Und damit geht es um nichts Geringeres als die Erweiterung von Raum und Zeit. Naja, jetzt werden vielleicht einige von Ihnen sagen, na gut, Medien haben doch immer irgendwie Raum und Zeit beeinflusst. Ja? Also man denkt jetzt nur zum Beispiel an eines der ersten technischen Medien, Sie erinnern sich aus der ersten Vorlesung, die Schriftsprache. Die löste zeitliche Dimensionen auf. Früher war es so, wenn der Geschichtenerzähler nicht mehr war, dann waren damit auch seine Geschichten verbunden. In dem Moment, in dem er die Schriftsprache als Mittel hatte, konnte er die Geschichten aufschreiben und sie blieben für die Nachwelt erhalten. Und so war zum Beispiel soziale Eingebundenheit an räumliche Nähe gebunden. Und heute ist es anders. Heute können wir durch das Netz mittels sozialer Medien im Wesentlichen kontextbezogen und interessengeleitet uns vernetzen. Und durch diese Konvergenz, nennen wir das, von physischen und digitalen Wirklichkeiten können wir Grenzen überwinden und damit ganz neue Formen von Gesellschaftung erleben. Also ich mache mal ein Beispiel dafür, was Etienne Wenger als Communities of Practice bezeichnet. Stellen Sie sich vor, früher war es so, Sie hatten ihr räumliches Umfeld war auf die Menschen bezogen, die, mit denen sie in die Schule gingen, die in dem Dorf, in der Stadt wohnten, in der sie sich befinden. Heute ist es so, sie interessieren sich für das Thema XY und können
können sich über das Netz, über soziale Medien mit den Personen vernetzen, die sich für das gleiche Thema interessieren, die am gleichen Spiel spielen, die am gleichen Programm arbeiten, die vielleicht für die gleiche Sache einstehen, politisch oder auch eine andere Sache. Denken Sie nur zum Beispiel an Fridays for Future, das ist ein super Beispiel dafür, die Vernetzungsmöglichkeiten, die die sozialen Medien damit sich bringen. Das heißt also, man ist nicht nur auf das regionale Umfeld verwiesen, wenn es um Vernetzung geht, soziale Vernetzung geht, sondern eben auch, man kann es sich übergreifend, überregional vernetzen, eben nach Themen, Interessen, nach Altersfragen oder, was auch immer. Und diese Vernetzung ist ein Aspekt, die wirklich keinen Aspekt des menschlichen Miteinanders auslässt. Und dazu habe ich Ihnen eine Studie mitgebracht von den Universitäten Wien und Essex. Die haben nämlich herausgefunden, muss man wissen, seit Jahrhunderten ist das so, dass Menschen ihre Partnerin, ihren Partner im räumlichen Umfeld kennengelernt haben. Häufig waren gemeinsame Freunde oder Bekannte beteiligt. Heute ist das auch noch so, aber es gibt zunehmend den Effekt, dass nicht mehr nur räumliche Nähe, also aufgrund Online-Dating-Plattformen ist es immer so, dass die räumliche Nähe zunehmend unwichtiger wird, haben die festgestellt. Erstmals wäre es so, sagen sie, würden sich nun häufiger Paare kennenlernen, die nicht aus der gleichen Umgebung stammen oder dem gleichen Kulturkreis. Und sie fanden auch heraus, dass sich die Gesellschaft dadurch grundsätzlich verändert und durchlässiger wird. Und sie fanden auch heraus, dass Beziehungen, wenn sie denn zustande kommen, länger halten. Mit diesen guten Nachrichten zur nächsten Beobachtung. Ich darf vorstellen, das ist Niki. Niki ist Jazzsängerin. Und Niki sagte vor einiger Zeit dem Zeitmagazin, dass sie als 12-Jährige aus lauter Neugier mal Jazz googelte und daraufhin eine ganz bekannte Jazzsängerin wurde. Okay. Wenn Sie mich fragen, an diesem Beispiel erstaunt eigentlich gar nichts. Ja? Außer vielleicht, welche Relevanz digitale Medien und auch Suchmaschinen für unsere Weltwahrnehmung haben. Und das Ganze wird noch ein bisschen überzeugender, wenn ich Ihnen verrate, wo Niki eigentlich herkommt, wo Niki wohnt. Niki wohnt nämlich und wohnt damals zumindest in Montreal. Und Montreal ist die Stadt in der Welt, in der jährlich das weltweit größte Jazzfestival stattfindet. Das heißt also, um mit Jazz in Verbindung zu kommen, hätte sie einfach nur vor die Tür gehen müssen. Stattdessen hat sie gegoogelt. Was ich damit sagen will, ist, digitale Technik, digitale Medien beeinflussen in hohem Maße unsere Wahrnehmung und entsprechend auch die produktive Verarbeitung von Wirklichkeit. Produktive Verarbeitung von Wirklichkeit, Sie erinnern sich, Rüppelmann, Sozialisation. Und dass digitale Medien eben nicht nur unsere Welt bestimmt, sondern auch die Lebenswelt der Allerjüngsten, zeigt dieses Bild. Das ist ein Bild der vierjährigen Jördis, die hat einen Laptop gemalt, auf dem ein Prinzessinnenfilm läuft. Also ich finde, Marshall McLuhan, The Medium is the Message, vielleicht haben Sie schon mal gehört, hätte seinen Riesenspaß gehabt. Und damit zur nächsten Beobachtung. Vor etwa 50 Jahren, einem halben Jahrhundert ist es schon her, begann die Zeit des Kommunikationsmediums, das aus der universellen Maschine, wie es die Informatiker nennen, hervorkam. Universelle Maschine ist der Computer. Und just dieses Medium entwickelt sich nun in seiner vernetzten und in seiner mobilen Form zu einem omnipräsenten Werkzeug. Dann vielleicht einige sagen, Werkzeug, ist das wirklich noch, wenn es um digitale Medien geht, ist das eigentlich nur der richtige Begriff, der klingt ja so ein bisschen antiquiert. Ich finde aber, diese Werkzeuganalogie macht deutlich, dass Medien nicht nur dann beteiligt sind, wenn wir Medieninhalte wahrnehmen, wie beispielsweise im Fall von Niki, also sondern auch dann, wenn wir Medien aktiv gestalten. Also wenn wir auf unsere Umwelt aktiv zugreifen, indem wir Medien selbst gestalten. Und ein aktiver Zugriff war auf Medien, die ja noch vor kurzem Massenmedien waren, also Fernsehen, Radio und Ähnliches, stets ziemlich aufwendig. Und mit dem Aufkommen der sogenannten responsiven Medien, so heißt das,
und dann auch der entsprechenden Vernetzung der mobilen, digitalen Technik, konnten wir das Objekt der Wahrnehmung, denken Sie an Niki, dann auch direkt beeinflussen, es manipulieren, wie es der Paderborner Informatiker Reinhard Keil nennt. Und damit können digitale Medien nicht nur rezipiert werden, wir können sie nicht nur wahrnehmen, sondern wir können sie auch selbst gestalten. Denken Sie an die ganzen YouTuber, an die ganzen Influencer, wie einfach es möglich ist, ein Artefakt zu erstellen, ein Video zu erstellen, das wiederum andere beeinflusst. Sagt ja doch der Name sogar, Influencer. Wichtig ist mir an der Stelle, dass Sie das nicht, also ich habe manipulieren gesagt, das ist ein Begriff aus der Informatik, den darf man jetzt da nicht in den falschen Kontext bringen. Also beispielsweise gibt es auch den Manipulationsbegriff, gibt es in der Soziologie und auch in der Psychologie. Da ist er eher, genauso wie in der Alltagssprache, ist er eher negativ besetzt. Das heißt also, es geht hier nicht um den Fachbegriff aus der Soziologie oder der Psychologie, sondern es geht also eben nicht um gezielte und verdeckte Einflussnahme oder auch Konditionierung, wie man es nennen könnte, sondern es geht darum, im wahrsten Sinne des Wortes, manipulieren. Ja? Das heißt, manus ist das lateinische Wort für Hand, plere bedeutet etwas beeinflussen, etwas verändern. Und damit könnte man wörtlich übersetzen, entweder eine Handvoll haben oder die Dinge in der Hand zu haben. Und das ist auch gemeint. Das heißt also, dass wir digitale Medien nicht nur wahrnehmen können, sondern eben auch das Objekt der Wahrnehmung auch selbst handelnd aktiv zugreifen können. Und dann könnte man vielleicht einwenden, so die Spitzfindigen unter Ihnen sagen, naja, es gab doch eigentlich schon immer Rückkanäle. Also Sie selbst hatten doch gerade einen Leserbrief gezeigt. Stimmt, ja, Leserbrief gab es. Und die Älteren von Ihnen kennen vielleicht auch noch die Hitparade im ZDF, ja, mit dem TED oder auch etwas neuer, hier Zirkus Halligalli, dann die Abstimmung über Facebook. Das heißt also, dass Medien Realität machen und wir das beeinflussen können, ist jetzt nicht wirklich was ganz Neues. Aber, dass immer mehr Menschen relativ einfach mit Medien die Umwelt beeinflussen können, das ist wirklich ein relativ neues und meines Erachtens auch unterschätztes Phänomen. Also die Quantität ist da wirklich entscheidend. Ich weiß nicht, kennt jemand von Ihnen die Zahl gerade der Videos, die bei YouTube in einer Sekunde hochgeladen werden? Ich kenne sie gerade nicht, weil sie verändert sich, sie steigt nämlich immer weiter. Ja, und sie ist wirklich enorm. Und das Verständnis digitaler Medien als mobiles und vernetztes Kommunikationswerkzeug löste die aufgrund der Diskussion um Massenmedien in den letzten Jahrzehnten sehr präsente Reduktion von Medien auf Wahrnehmungsprozesse zugunsten manipulierbarer Zugänge ab. Ich meine damit, sozusagen nicht nur Wahrnehmen mit Medien ist möglich, sondern auch ein aktives Gestalten. Und damit können digitale Medien die Entwicklung vom realitätsverarbeitenden Subjekt, und Sie erinnern sich, wieder ein Begriff aus der Sozialisationstheorie, zum realitätskonstruierenden Subjekt auch ganz praktisch unterstützen. Zum Beispiel in der aktiven Medienarbeit wird dann direkt erfahrbar, wie wir täglich unsere Umwelt gestalten. Ich verwende jetzt einmal nur diesen Begriff, dass Sie den mal gehört haben. Das wird noch ein bisschen klarer in der Veranstaltung, in der es über Lernen über Medien geht. Und auch wenn es um Medien und Inklusion geht, wenn der Jan René Schluchter herkommt, dann wird der Begriff der aktiven Medienarbeit noch mal ein bisschen mehr Zeit einnehmen. Hier an der Stelle will ich nur festhalten, mit der Vorstellung, dass Kommunikation nicht nur zwischen Menschen erfolgt, erweitern wir unsere Kommunikationsräume. Und mit der Erweiterung des Mediums vom Objekt der Wahrnehmung zum Werkzeug unserer Handlungsspielräume. Und diese relativ neuen Gestaltungsmöglichkeiten, mit diesen neuen Gestaltungsmöglichkeiten erfüllen sich die Wünsche gleich zweier Visionäre. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die beiden Herren. Den einen bestimmt, das ist Bertolt Brecht. Der andere ist, den sind Sie schon begegnet, wenn es um die Medienkompetenz ging in der ersten Veranstaltung, das ist nämlich Dieter Bagel. Und Brecht wünschte sich ja in seiner Radiotheorie, zumindest, ich glaube, den Begriff haben Sie bestimmt schon mal gehört, den Rundfunk
von einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln und damit die Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen. Auch das muss man wiederum in einem gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext sehen, denn Brecht, also gerade das Radio, war in der Zeit des Dritten Reiches ein Propagandaapparat. Daher kommt natürlich der Wunsch von Brecht, nicht nur einzelnen Personen das Radio zur Verfügung zu stellen, um andere zu manipulieren, jetzt tatsächlich im negativen Sinne zu manipulieren, zu beeinflussen, sondern jeden sprechbar zu machen. Wenn wir uns anschauen, heute ist es Realität. Ja? Und was Ähnliches hat sich Dieter Waage auch gewünscht, indem er sagte, dem Menschen als kommunikativ kompetentes Lebewesen und aktiven Mediennutzer die technischen Instrumente zur Verfügung zu stellen, die ihn befähigen, sich über das Medium auszudrücken. Wir sind da angekommen, was sich beide gewünscht haben. Jede und jeder von uns ist heute in der Lage, andere Menschen über soziale Medien zu erreichen. Klammer auf, es kommt dann eher nur zum Aufmerksamkeitsproblem, weil wir das alle können. Ja? Und weil man natürlich dann auch wieder sortieren muss, welche Nachricht ist relevant. Und an dieser Stelle werden Algorithmen ganz interessant, zu denen ich gleich noch was erzähle.